Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat, aus dem Europäischen Parlament, Europapolitik ist Innenpolitik und Innenpolitik, so wie sie hier im Nationalrat diskutiert wird, hat fast immer eine europäische Dimension. Und es ist ganz bestimmt bei dem Thema, das heute auf der Tagesordnung steht, der Flüchtlingspolitik der Fall. Insofern ist Herr Orban absolut auf dem Holzweg, wenn er meint, die große Flüchtlingskrise sei ein deutsches Problem, das möge Frau Merkel oder das mögen wir Österreich alleine lösen, indem er dann entsprechende Zäune errichtet. Er ist absolut auf dem Holzweg. Es ist ein europäisches Problem und nur europäisch, solidarisch, pragmatisch und mit Verantwortung können wir dieses Problem auch lösen. Österreich ist nicht aus Jux und Tollerei Mitglied der Europäischen Union geworden, sondern weil wir unsere sozialen Sicherungssysteme, unsere soziale Marktwirtschaft, weil wir unsere Werte aufrechterhalten und weiterentwickeln wollen. Und aus diesem Grund ist es eben notwendig, europäisch gemeinsam entsprechende Lösungen zu ermitteln. Und es ist nicht nur unklug, sondern zeigt von einem kompletten Verlust des Realitätssinns zu glauben, durch eine Rückführung in die nationale Ebene könnten wir diese Probleme lösen. Heute diskutieren wir über die Flüchtlinge. Und ich möchte all denjenigen danken, die uns als europäischen Abgeordneten nun diese Möglichkeit eröffnet haben, dass wir eben mit nationalen Abgeordneten hier dieses Problem auch diskutieren können. Denn Frau Lunacek hat es gesagt, im EU-Vertrag selbst, im Artikel 80, ist festgehalten, dass Einwanderung, Asyl, Grenzkontrollen von allen Mitgliedstaaten gemeinsam entsprechend zu lösen sind. Und ich weise insbesondere darauf hin, dass es dann auch dann, wenn es um die Bereitstellung der finanziellen Mittel geht, eben gemeinsam Lösungen zu erarbeiten gilt. Insofern ist es gut, dass wir hier als europäische Abgeordnete, die wir immer schon seit Jahren Lösungen anbieten und auch entsprechend schnell abgestimmt haben, mit Ihnen im Nationalrat diese diskutieren. Wir haben im Europäischen Parlament sehr schnell reagiert, als es darum gegangen ist, die Verteilung von Flüchtlingen entsprechend zu regeln. Wir haben das sehr, sehr schnell hingekriegt und dementsprechend den Innenministern auch den Weg geebnet, ebenfalls flotter dieses Thema anzugehen. Und in Summe ist es so, dass wir in Europa eine Lösung brauchen, die das Thema Migration löst und auf der anderen Seite ein gemeinsames europäisches Asylsystem finden. Und wir arbeiten daran intensiv im Europäischen Parlament, wenn es eben um die Quoten geht, aber wenn es auch um wesentlich weitergehende Lösungen gilt. Und deshalb möchte ich insbesondere auch die sicheren Korridore ansprechen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die flüchten und die dann auf der Strecke bleiben. Die sterben im Mittelmeer, die ertrinken, die eingepfercht in irgendwelchen illegalen Schmugglerbussen entsprechend unterwegs sind. Und dementsprechend ist es notwendig, dass wir für diese sicheren Korridore sorgen. Ein weiteres Problem, das es zu lösen gilt, das ist die Hilfe vor Ort, und zwar dort, wo die Probleme noch viel stärker sind. Millionen von Flüchtlingen, von Millionen von Menschen, die um ihr Leben rennen, sind in Jordanien, sind im Libanon, sind in der Türkei, sind eben in den umliegenden Ländern dorthin, wo sie sich noch retten konnten. Und dort sind die Bedingungen manchmal absolut unterirdisch, kann man nur sagen. Keine ausreichende Hygiene, keine ausreichende medizinische, sonstige Versorgung, an Bildung für die Kinder gar nicht zu denken. Frauen, junge Frauen, die abends dann dort mehr oder weniger im Finstern in diesen Flüchtlingslagern sind, sind natürlich ganz besonders bedroht. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, als europäische Mitgliedstaaten auch entsprechend finanzielle Mittel locker zu machen, damit wir dort vor Ort mehr machen können, damit die Flüchtlinge, die sich gerade ihr Leben gerettet haben, nicht noch weiter wandern. Es ist notwendig, in der Türkei und in Jordanien, im Libanon, im Irak die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Irak sind es gerade einmal ein Zehntel der Mittel, die notwendig wären. Und das ist eine europäische Herausforderung, eine europäische Verantwortung, das ist ganz klar. Ich möchte abschließend insbesondere auch auf die Zivilbevölkerung zu sprechen kommen. In vielen Ländern wie Ungarn ist es die Regierung, die unmenschlich handelt
Nichtsdestotrotz ist es oftmals die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung selbst, auch in Ungarn, aber auch in vielen anderen Ländern, selbst in der Umgebung, die engagiert, couragiert handeln. Das sind Hausfrauen, das sind ältere Menschen, das sind Jüngere, das sind Studenten. Das ist der wunderbare Querschnitt einer Bevölkerung, denen es nicht egal ist, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Und das ist auch unsere Aufgabe hier im Europäischen Parlament, aber auch im Nationalrat, einen Ordnungsrahmen zu schaffen. Danke. Julian Regner ist der Meinung, dass die finanzielle und humanitäre Hilfe der EU in der Krisenregion, also im Nahen Osten, in den Ländern Jordanien, Türkei, Libanon, Irak, massiv ausgebaut gehört.